Letztes Mal in Transport Fever 2. Hoffentlich hat er genug Treibstoff. Nicht, dass der vorher ins Wasser fällt. Weil von London ist er doch ein bisschen weiter nach Paris als Calais Dover. Und nun zurück in die Firma. Der mittlere Westen in den goldenen 20er Jahren. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten boomt. Das Leben pulsiert in den beständig wachsenden Städten. Automobile drängen sich auf den Straßen, die bald schon zu eng für den ganzen Verkehr werden. In den Häuserschluchten röhrt es aus den Auspuffanlagen und aus den Radios röhrt neuartige Musik. Eine Zeit des Aufbruchs. Na, wenn das nicht spannend klingt. Herzlich willkommen zurück in Transport Fever 2. Wir gehen zurück in die USA mit der zweiten Mission des zweiten Kapitels, die goldenen 20er. Du hast schon einiges ausprobiert. Stimmt. Zum Beispiel im Automobilgeschäft. Wann das denn? Allerdings wollte dir niemand einen Wagen abkaufen. Dann hast du gemerkt, dass sich die Leute gerne mit deinen Autos herumchauffieren lassen. Okay. Warum also nicht damit deine Brötchen verdienen? Gründe ein Busunternehmen für alle, die sich kein Auto leisten können. Lasse den amerikanischen Traum wahr werden. Mit einem geräumigen Automobil kutschierst du seit geraumer Zeit Leute durchs Land. Erst waren es nur deine ehemaligen Kumpels aus der Eisenmine oben in Alice. Doch die Vorteile deines Angebots haben sich herumgesprochen. Nun wollen so viele Leute in den Genuss deines Fahrdienstes kommen, dass du die Sache unmöglich allein bewerkstelligen kannst. Du brauchst fähiges Personal. Im Umland finden sich einige junge Leute, die gerade auf Jobsuche sind und sich für dein Unternehmen eignen würden. Sammle sie ein und bringe sie her. Okay. Wir sollen auf jeden Fall ein Busunternehmen hier gründen und das klingt nach einem sehr guten Plan. Wir müssen aber erstmal, wie er gerade gesagt hat, die Auszubildenden hierher schaffen. Ah, hier ist eine kleine Ausbildungsstrecke, wie es aussieht. Auch schön. Tja, im Umland. Das ist eine gute Frage. Das soll jetzt was genau heißen. Wir müssen irgendwelche Leute dahin bringen. Das heißt, die könnten eigentlich auch aus Minneapolis und St. Paul kommen. Ja, müssen wir eigentlich die äußeren Städte jetzt noch nicht unbedingt mit berücksichtigen, schätze ich. Denn es geht einfach nur darum, irgendwelche Personen dahin zu bringen. Das heißt, wir könnten ja gleich mal anfangen, das Ganze ein bisschen anzubinden hier. Und da wäre ich ja geneigt. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich gehe jetzt hin und hätte hier jetzt erstmal gern so eine Terminalstation, sodass wir da auch im Zweifel wenden können. So, jetzt ist die Frage. Achso, da doch, so geht's. So wird die auch gerade. Dann haben wir hier hinten auch noch eine Anbindung. Ist gar nicht so schlecht. Gut, dann brauchen wir hier oben eine Haltestelle. Da können wir uns eigentlich auch so ein Terminal hinstellen. Sieht einfach auch ein bisschen schöner aus, als wenn die einfach nur am Straßenende wenden. Und dann machen wir eine direkte Linie hier reinwärts. Und von hier fahren wir ein bisschen die Stadt ab, würde ich sagen. Und fahren auch noch hier raus nach St. Paul. Wobei es da vielleicht reichen würde, wenn wir hier noch eine Haltestelle hinbauen. Für einen Moment ist das auf jeden Fall genug. Hier gibt es schon eine Straßenbahnlinie. Ach, wieso? Ich bin blöd. Kommando zurück. Ich habe überall LKW-Haltestellen hingestellt. Das war jetzt natürlich totaler Unsinn. Wir brauchen Passagierhaltestellen. Das ist mal Fakt. So. Aber soll ich die Straßenbahn nutzen? Ich weiß nicht. Für den Anfang vielleicht erstmal nicht. Die können wir nachher noch mit anschließen. So, da fahren wir hier einmal rum. Wir müssen hier wieder ankommen. Das heißt, wir können eigentlich hier auch nochmal in die Stadt reinfahren. Und dann über diese schmalen Straßen fahren wir wieder raus nach hier. Das sieht doch nach einer sinnvollen Streckenführung aus. Und dann stellen wir uns aber hier nochmal eine Haltestelle hin. Und hier nochmal eine Haltestelle. Für die Strecke hier raus. Gut, das gibt uns zwei Routen. Die eine fängt hier an. Das müssen wir erstmal gucken. Weil wir könnten jetzt hingehen und könnten das ein bisschen schön aufteilen. Wenn ich jetzt hier mal konfiguriere und packe hier noch eine zusätzliche Passagierstation hin. So, dann fangen wir erstmal mit der an. Wir fahren nach hier. Nach hier, 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 hier. Dann hier raus. Einmal hier außen rum. Dann hier wieder zurück. Oder? Nee, stopp. Das war die falsche. Wir fahren... Ah ja, genau. Nee, wir fahren nämlich erstmal hier hin. Dann hier hin. Und dann fahren wir über diese Haltestelle zurück nach hier. Und das Ganze machen wir jetzt wieder rückwärts. Und das Shuttle kann dann hier an der dritten anhalten. Genau, jetzt fahren wir hier hin. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und dann geht's von vorne los. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Das Ganze hier wird die Linie Minneapolis St. Paul Zentral. Das ist ein Stadtbus. Minneapolis St. Paul Ring. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Nennen wir das so. Und dann brauchen wir noch eine Linie, die von hier. Genau, da hat schon das richtige Terminal genommen, wie es aussieht. Einmal hier rausfährt und dann wieder zurück. Müssen sie halt umsteigen, aber das sollte eigentlich funktionieren. Da sehe ich jetzt keine Probleme. Du bist trotzdem noch Stadtbus, weil ich zähle das einfach mit zur Stadt. Minneapolis Autodrom. Gut, ja, dann brauchen wir Fahrzeuge. Auf diesen großen Ring würde ich glatt mal, ja, zwischen 10 und 15 Fahrzeuge werden wir da wahrscheinlich brauchen. Aber erstmal brauchen wir ein Depot. Stellen wir uns das wieder hin. Vielleicht ja hier draußen irgendwo. Wieso denn nicht? So. Genau, und dann kaufen wir uns mal ein paar Fahrzeuge. Was haben wir denn so Schönes? Eigentlich nur den Schneider PB2. Der fährt 50 km/h und der hat eine Kapazität von 9. Da dürften uns 10 Fahrzeuge für den Anfang erstmal reichen. Was, zurzeit nicht genügend Fahrzeuge verfügbar? Okay. Dann packen wir nur 2 auf den Ring hier. Was ist denn, was macht denn der da? Was ist denn das? Hä? Na, das ist ja ein Käse. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich hoffe doch, der fährt den Schlenker nicht. Das wäre ja Unsinn. Gut. Du gehst auf St. Paul Ring. Also die 2 gehen dahin. Und der eine hier geht auf Autodrom. Dann sollte das für den Anfang eigentlich schon mal funktionieren. Ist nur blöd, dass wir nicht mehr Fahrzeuge verfügbar haben. Das ist gerade echt, ja, nicht verfügbar. Tja. Dann müssen sie noch mal ein paar mehr bauen, würde ich sagen. Aber wir beschleunigen mal ein bisschen. Sollte schon machbar sein. Auf jeden Fall können wir hier ordentlich ausbauen, weil hier kommen schon überall Fahrgäste. Können wir ordentlich aufrüsten dann auf lange Sicht. Und das sollte hier auch Kohle machen an der Stelle. Hier wird noch keiner drin sitzen, oder? Nee, noch nicht. Aber wir haben ja auch noch ein paar Stationen zwischendrin, die jetzt uns auch schon helfen. Auch ohne, dass Leute umsteigen. Deswegen ist das jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Wir fangen schon an auszubauen hier. Hier sieht man es sehr schön. Ist gerade neu entstanden. Dieses Gebäude hier, das ist ein Industriegebäude. Gut, mit der Straßenbahn müssen wir uns dann natürlich auch noch was einfallen lassen. Aber da finden wir auch Wege. Denke ich doch. Gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was unser Bus hier macht. Er hat jetzt 4 Passagiere geladen. Jetzt ist er randvoll. Sieht so aus. Machen wir schon Gewinn? Nee, noch nicht ganz, aber wir fahren voll. Also wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Fahrzeuge. Mal gucken, wie sich das am Ende ausspielt, ob wir die überhaupt kriegen. Aber die ersten 5 Passagiere werden wir jetzt potenziell hier hinten abladen. Der könnte auch schneller fahren, theoretisch, ne? Da können wir sogar hingehen. Straßen auswählen und die Landstraßen vergrößern. Achso, die können wir gar nicht auswählen. Ach, na sowas. Oh je. Na gut. Dann eben nicht. Wollte ich mal schön aufdrehen hier. Aber ich darf nicht. Naja. Gut, die ersten 5 sind da. Nach der zweiten Runde sollte das dann auch passen soweit. Ja, der St. Paul-Ring macht auf jeden Fall schon gut Kohle. Schon mal nicht schlecht. Wir haben auch unglaublich viel Geld auf dem Konto, ne? Also finanziell wird es uns offenbar schon wieder recht einfach gemacht. Müssen wir mal gucken, wie sich das hier dann weiter ausspielt. Mal schauen, ob die zweite Runde auch soweit voll wird. Beziehungsweise wenigstens 5 Passagiere, damit wir das Zwischenziel erreichen. Wäre ja nicht schlecht. Bei der Gelegenheit können wir eigentlich zumindest auf doppelter Geschwindigkeit die Runde mal mitfahren. Wir sehen es ja unten links eingeblendet, wie viele Passagiere wir dann mit rausnehmen zum Autodrom. Aber man sieht schon, die Städte sehen schon ganz, ganz anders aus als in den ersten Missionen. Ich bin gespannt, was man dann in der Gegenwart, in der Quasi-Gegenwart, dann für Metropolen vor uns haben werden. Einmal scharf links. Und auf geht's bis zur nächsten Haltestelle, die da vorne ist. Das ist quasi Ortsausgang. Und wir nehmen wieder 5 Passagiere mit. Das sieht gut aus. Dann ist das Zwischenziel damit dann auch erreicht. Ich habe so das Gefühl, die haben jetzt auch mehr Fahrzeugmodelle im Spiel für die privaten Fahrzeuge. Zumindest habe ich den Eindruck. So, hier müsste eigentlich unsere Abzweigung sein. Ja. Uiuiui, haben wir eine glatte Vorfahrt genommen. Das hätte schief gehen können. Wir sollten langsam mal dafür sorgen, dass ein paar Verkehrsregeln eingeführt werden. So, das ist unsere Haltestelle fürs Autodrom. Deswegen gehe ich mal aus dem Fahrzeug raus. Und wir sollten das Ziel jetzt erreicht haben, das Zwischenziel. Und dann nehmen wir auch wieder welche mit zurück. Die Angestellten sollen anständig fahren. Sonst wird den Leuten schlecht und das wiederum ist schlecht fürs Geschäft. Deshalb muss eine Übungsstrecke her. Okay. Also sollen wir hier eine Übungsstrecke einrichten. Naja gut. Und dann machen wir das eben mal. Brauchen wir mal 2 Haltestellen hin. Brauchen wir aber auch ein Depot, ne? Nützt ja nichts. So. Die Strecke hier nennen wir jetzt Fahrschule. Die Frage ist, können wir jetzt ein Fahrzeug kaufen oder nicht? Nein. Das bedeutet, wir müssen mal vom Ring ein Fahrzeug abziehen, beziehungsweise dieses Fahrzeug am besten mal direkt verkaufen und dann kaufen wir uns ein neues. Ich will die Linie trotzdem weiterlaufen lassen an der Stelle. Kaufen wir uns ein neues und schicken das auf die Fahrschule. Und hoffen, dass wir bald neue Fahrzeuge zur Verfügung kriegen, um hier ein bisschen aufzuräumen. Ach, wir brauchen auch noch eine LKW-Linie. Ich sehe schon. Na, die kann ja in der andere Richtung fahren. Machen wir auch wieder... Fahrschule, machen wir 2 draus. Und dann kaufen wir uns einen LKW. Gut, das geht. Auf jeden Fall. Fahrschule 2. Lass deine Leute erst einige Probefahrten unternehmen, bevor du sie auf zahlende Kundschaft loslässt. Straßenrowdies haben bei dir nichts verloren. Gut, bilde Personal aus, um die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge auf mindestens 10 zu erhöhen. Okay. Um das Fahrzeuglimit weiter zu erhöhen, können die Ausbildungsfahrzeuge nach Abschluss der Aufgabe weiter betrieben werden. Na, das ist doch schön. Na, dann lassen wir die einfach laufen. Ganz klar. Dann können wir hier ein bisschen aufrüsten. Weil hier ist echt überall tierisch was los. Guckt mal her. Hammerhart. Was da wartet. Und da kann man noch richtig Geld machen. Die Städte bauen sich auch schön aus hier. Nicht übel. Ja, dann beschleunigen wir mal wieder ein bisschen. Damit wir hier das wenigstens mal auf 100% kriegen beides. Denn dann wird er uns wahrscheinlich sagen, wie wir hier weiterverfahren sollen. Die Frage ist, wird man hier noch mehr Terminals hinkriegen? Schwer zu sagen gerade. Naja, wir werden sehen. So, mit dem Bus sind wir bald durch. Hier drehen sie ihre Runden. Aber ob das so ohne Kreuzungen und Vorfahrtsregeln und allem drum und dran wirklich eine gute Ausbildungsstrecke ist, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber gut, soll mal nicht unsere Sorge sein. Bus ist fertig. Und da haben wir wieder einen weiteren verfügbar. Das heißt, mit jedem Mal 100% wird es mehr. Das heißt, wir könnten eigentlich mal hingehen, noch einen LKW und noch einen Bus kaufen. Und den LKW machen wir auf Fahrschule 2 und den Bus machen wir auf Fahrschule 1. Dann sollte es schneller gehen. So, was ist dann letztendlich unser Ziel? Ach so, ich muss hier überall die Limits auf 10 erhöhen. Alles klar. Soll ich noch mehr Fahrzeuge draufpacken? Macht ja eigentlich Sinn an der Stelle, gell? Busse habe ich zwar keine mehr zur Verfügung. Ich habe doch noch einen LKW verfügbar, angeblich, genau. So, du gehst auf Fahrschule 2, beziehungsweise die gehen beide auf Fahrschule 2. Und dann geht auch noch ein Bus auf Fahrschule 1. Du hast eine ordentliche Zahl anständigen Chauffeurpersonals ausgebildet. Und dieses brauchst du auch. Busfahren wird immer beliebter. Damit die Straßen nicht gänzlich verstopfen und die Automobilindustrie weiter Personenwagen verkaufen kann, muss für das Erbringen von Verkehrsdienstleistungen eine Lizenz erworben werden. Zeit, ins Fernbusgeschäft einzusteigen. Die Lizenz für Verkehrsdienstleistungen in Minneapolis hast du bereits erworben. Besorge weitere Lizenzen, damit dein Busgeschäft ins Rollen kommt. Okay. Richte mindestens 3 Buslinien von umliegenden Städten nach Minneapolis ein und transportiere 50 Passagiere. Okay. Oh, das ist aber teuer. Ja, erwerben. Wird schon gehen. Hier kostet sie weniger. Erwerben. Und hier auch. Erwerben. Was soll's. Gut. Die haben wir jetzt. Dann brauchen wir hier in jeder Stadt so eine Fernbusstation. Das machen wir doch direkt mal. Ist dann die Frage, wo bringen wir dann eine in Minneapolis unter? So, hier gucken wir halt, dass wir eine schöne Abdeckung beim Wohngebiet bekommen. Mit den Fernbusstationen. Weil die Städte sind relativ klein, da brauchen wir auch keine innerstädtischen Linien. Zumindest derzeit. Hier würde ich schon gern zwischen rein, da muss halt ein Gebäude dran glauben. Ach toll. Das ist nicht verbunden worden. Das sollte aber kein Problem darstellen. Genau. So. Okay. Die müssten ja dann alle irgendwie hier hinten landen. Da bin ich ja fast geneigt, diese Straße hier abzureißen. Und das Teil hier mal zu konfigurieren. Mit weiteren Terminals. Und zwar ganzen 3. Und dann können wir auch noch gleich eine zweite Straßenanbindung hinmachen. Für die Fernbuslinien. Brauchen wir wieder eine Straße. Die bauen wir hier wieder ran. So, und dann fahren wir hier mal noch raus. Und lassen die Straße einfach mal so stehen an der Stelle. Ich hoffe mal, das hat unsere bisherigen Linien nicht zerstört. Nein, das passt noch. Da brauchen wir aber hier an der Stelle vermutlich Wegpunkte. Sonst fahren die nicht da lang, wo ich lang will. Setzen wir hier einfach mal Wegpunkt rein und raus. Dann wird das nämlich unsere Fernbuszufahrt. So, dann brauchen wir 3 Linien. Mal neue Linie von hier nach da, da rein und wieder zum Wegpunkt. Und der fährt als Express durch und fährt an diese Haltestelle. Das ist meinetwegen erstmal okay. Du bist ein Fernbus nach... Ach. Nach Rochester. Okay. Fernbus Minneapolis Rochester. Gut. Dann brauchen wir noch einen von hier über den Wegpunkt, bitte. Hier hoch und auch über den Wegpunkt wieder zurück. Wo ist er? Da ist er. So, du hast welches Terminal? Das da, das ist okay. Du bist jetzt quasi der Fernbus Minneapolis La Crosse. So, und dann die letzte Linie. Fährt auch wieder hier los. Hat er eigentlich gleich das richtige Terminal genommen? Ja, das sieht so aus. Hier über diesen Wegpunkt fährst du raus nach Au Claire. Und über den Wegpunkt hier zurück in dein Terminal. Genau. Achso, du drehst hier eine Runde rum. Naja, gut, da fährst du da halt durch. Das ist jetzt nicht so schlimm.